Guten Abend, willkommen zur Lokalzeit Münsterland. Am Freitag, am Dienstag wird in Münster der internationale Preis des Westfälischen Friedens vergeben. Dieses Mal geht er an den französischen Präsidenten, an Emmanuel Macron. Alle zwei Jahre wird dieser Preis in Münster vergeben für besonderes Engagement für den Frieden. Und dieses Mal geht er eben an den französischen Präsidenten. Die Stadt Münster bereitet sich auf diesen überaus prominenten Besuch vor. Viele freuen sich, nicht alle. Dienstagvormittag wird Macron mit seiner Frau am historischen Rathaus erwartet zur feierlichen Preisübergabe. Dann wird es hier sicher voll, so wie an vielen anderen Veranstaltungen auf dem Prinzipalmarkt. Gastronom Christoph Harting ist mit seiner Kneipe direkt neben dem Rathaus oft davon betroffen. Er muss mal wieder schließen. Wir sind alle irgendwie hart angespannt, es sind schwierige Zeiten, Energiepreise, Inflation, die Arbeitsmarktsituation. Die Einkaufspreise und da ist halt jede Unterbrechung des Betriebs einfach schmerzhaft. Das ist halt einfach so. Die häufigen Schließungen, vor allem am Wochenende, spürt er deutlich. Zum Glück sind es am Dienstag nur ein paar Stunden. Die Macron-Geschichte geht erstaunlich flott über die Bühne. Die sind da gut organisiert und ich denke mal, im Vor- und Nachhall der ganzen Geschichte profitieren wir da alle von. Also gut. Für 5 Stunden wird der französische Präsident in der Stadt sein. Ob sich dieser ganze Aufwand lohnt, da gehen die Meinungen der Münsteraner auseinander. Ich werde mit Sicherheit nicht kommen. Wir sind nämlich jetzt aus dem Westmünsterland da und wir kommen nicht dafür jetzt hier nochmal dahin. So interessiert uns das dann auch nicht. Okay, aber ja. Natürlich stehen wir da voll und ganz zu, dass Macron nach Münster kommt. Ja, also ja, sicher, als Frankreich-Liebhaber unterstützen wir es natürlich vollkommen. Und für die Europäische Union, denke ich, macht es auch Sinn. Finanzieller Aufwand und hier Einschränkungen für die Bevölkerung, sowas in die Richtung. Ja gut, ich meine, das hätte man an jedem anderen Ort dann auch. Präsident Macron erhält den Friedenspreis für seinen Einsatz für ein starkes Europa und den Ausbau der deutsch-französischen Freundschaft. Mitglieder der Friedenskooperative Münster sehen das aber kritisch und rufen bereits heute zu einer Mahnwache am Rathaus auf. Der Westfälische Friede steht für Dialog, für Verhandeln, für Beendigung des Krieges. Macron ist sicherlich da nicht derjenige, der auch nur ansatzweise gezeigt hat, dass er Kriege beenden kann. Auch für nächsten Dienstag sind Proteste gegen die Preisverleihung geplant. Die Polizei Münster wird deshalb mit verstärkten Kräften vor Ort sein. Ja, bislang liegen uns 5 Versammlungsanmeldungen für den Dienstag vor. Das sind ganz unterschiedliche Themen, die da bedient werden. Wir erwarten mehrere hundert Demonstrantinnen und Demonstranten, rechnen aber mit einem friedlichen Verlauf. Für die Verleihung des Friedenspreises wird der Prinzipalmarkt laut Polizei am Dienstag ab 6 Uhr bis zum Mittag gesperrt sein.